nach meiner Bewegung, als wir dann Konter gesetzt haben, machen wir jetzt die Konter nach Abtauchen. Und zwar, wir machen einen kleinen Schritt nach rechts, tauchen wir runter, gehen wir hoch und setzen wir die rechte gerade. Dann kann man auch die linke nachsetzen. Nach links abtauchen, gehen wir hoch, setzen wir linke gerade, die rechte nachsetzen. Na? Also ich sage ja so, ist ja bequemer, muss nicht unbedingt immer so sein, ne? Aber ist ja bequemer, wenn man nach rechts abtaucht, setzt man die Konter dann mit rechts. Wenn man nach links abtaucht, setzt man die Konter dann auch mit links. Ne? Genauso abtauchen geht man mit rechter zum Uppercut. Ne? Nach links abtauchen machen wir mit linker Uppercut zum Beispiel. Oder abtauchen nach rechts zum Körperhaken, nach links abtauchen, setzen wir zum Beispiel Leberhaken. Ja? Also das ist in der Praxis auch besser. Ja? Natürlich, es gibt ja mehrere Varianten. Ja? Und jeder macht es so, wie es halt ihm passt. Ja? Mit dem Praxis, mit dem Zeit. Wenn ihr schon das alles drin habt, dann könnt ihr dann ihr eigene Dinge versuchen, Kombinationen, die Schlagverbindungen, Einzelschläge. Ne? Aber sage ich mal so, für die Anfänger, das ist ja optimale Ausführung. Vielen Dank für euer Zuschauen. Wenn euch unsere Videos gefallen haben, dann macht Daumen hoch oder runter, schreibt eure Kommentare, abonniert unseren Kanal, schreibt die Themen, was ihr unbedingt sehen wollten. Na, jeder hat sein eigenes Interesse, ja, oder hat irgendwelche Ideen. Bitte schreibt in den Kommentaren. Wir werden das lesen, bearbeiten, ein neues Video erstellen und das zeige ich, wie man das macht.